RPC am Sonntagnachmittag, trotz Erschöpfung und schwerem Nachmittagstief, hat Patrick jetzt kurz ein bisschen Zeit für uns, um uns zu erzählen, was es im Uhrwerk Verlag so alles Neues gibt. Ja, im Uhrwerk Verlag gibt es jetzt zu RPC einiges Neues. Es haben alle Neuheiten, die so geplant waren, jetzt für Mai, haben es auf die RPC geschafft. Das sind vor allen Dingen ein neues Regelsystem, Malmsturm. Das erste deutsche gedruckte Regelwerk, was auf den Fate-Regeln basiert, die zum Beispiel auch von Dresden-Files benutzt werden. Das läuft auch sehr gut hier auf der RPC. Ansonsten ist neu die Dungeon Slayers Basisbox. Also die Zweitauflage des Regelwerks von Dungeon Slayers zusammen mit Countern und noch einem Einsteiger-Tutorial und Karten und allem, was man braucht, um halt in ein Rollenspiel einzusteigen. Es gibt ein neues Myrano-Abenteuer, Knochenblei und schwarzes Blut von Mark Jennison, das jetzt es auch geschafft hat, was das erste Zombie-Abenteuer für Myrano ist. Dann haben wir noch für Hollow Earth Expedition zwei Neuheiten, und zwar einmal die limitierte Version des Regelwerks, auf 50 Stück limitiert, und das neue Abenteuer, die Stadt des eisigen Schreckens, ist auch hier zur RPC erschienen. Klingt dramatisch. Ja. Also jemand, der das Ding aus einer anderen Welt kennt, der und mag, der könnte auch an diesem Abenteuer Gefallen finden. Was davon sollten wir als ganz dringend oben auf den Nachttischstapel legen? Irgendetwas, was du wirklich uns ans Herz legen würdest? Ja, ich denke, das, was ich auf jeden Fall jedem ans Herz legen kann, ist wirklich das Malmsturm-Regelwerk. Es ist wirklich ein super schönes Buch geworden, mit einem wirklich guten, innovativen Regelsystem. Es ist vom Papier unglaublich schön. Es ist von den Illustrationen von Björn Lensing her wirklich gut geworden. Es ist halt wirklich rundherum ein wirklich schönes, schönes Buch geworden. Mit Goldkant? Mit Goldschnitt, ja. Wie kommt man auf so eine Idee, Rollenspiel mit Goldschnitt rauszubringen, ausgerechnet? Tja, das musst du den Chefredakteur von Malmsturm fragen, der darauf nicht bestanden hat, aber es nahegelegt hat, das bitte mit Goldschnitt zu machen, und ich habe mich da nicht allzu sehr gegen gewehrt. Bei Myrano ist viel geplant, viel mehr als das noch Anfang des Jahres so absehbar war. Das nächste Buch ist direkt, geht nächste Woche ins Layout und ist dann, denke ich mal, ein Juli-Titel. Und zwar wird das erste Solo-Abenteuer für Myrano sein, die Verbotene Kammer. Und danach erscheinen weitere Abenteuer, und es ist auch einigermaßen absehbar, dass dass sowohl Wege nach Myrano als auch unter dem Sternenpfeiler jetzt nicht mehr allzu lange auf sich warten lässt. Wobei ich das, glaube ich, zumindest für den Sternenpfeiler letztes Jahr auf der RPC auch schon so gesagt habe. Insofern scheue ich mich da ein bisschen noch, schon ein Erscheinungsdatum zu sagen, aber es wird langsam, die Texte werden fertig. Vor allen Dingen auch, da viele andere Abenteuerautoren Texte aus dem Sternenpfeiler für ihre Projekte brauchen, und die sind alle schon fertig und die Leute können damit arbeiten. Insofern ist am Sternenpfeiler langsam Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Was weiterhin erscheinen wird, wahrscheinlich zum Radcon, ist eine Myrano CD. Da müssten eigentlich die Tracks so nächste, übernächste Woche alle fertig sein. Das geht dann in Produktion. Ja, und ansonsten sind halt, ich glaube, ungefähr ein halbes Dutzend Abenteuer im Moment in verschiedenen Planungsstadien oder Entwicklungsstadien. Und natürlich, nicht zu vergessen, ist auch die Lamea-Kampagne schon so weit, dass man da auch sagen kann, dass die bald kommt. Also da sind die letzten Texte in Bearbeitung, ungefähr die Hälfte des Buches ist schon im Lektorat. Alle Illus werden gerade gemacht, also auch das ist sehr bald so weit, dass die Lamea-Kampagne kommt. Was im Herbst halt auch noch kommt, ist der Kurzgeschichtenband zum Myrano, der sich ja jetzt ein bisschen verschoben hat. Und zwar zuallererst ein Abenteuer, das bisher den Titel Fest der Vagabunden trägt und sich mit einer Art großem Volksfest zu Ehren des Geburtstags eines Trollinars beschäftigt. Es sind dort diverse Schausteller und ähnliche eingeladen, um dort einen prestigeträchtigen Titel zu gewinnen. Und die Helden sind mit einer dieser Gauklergruppen dort, um
diesem nicht immer unbedingt fair geführten Wettstreit den Sieg zu erringen und damit auch enorm monetäre Gewinne zu erzielen. Gleichzeitig kommt denen aber noch eine kleine Verschwörung in die Quere, die so ein wenig dann auch von diesem Wettstreit die Helden zumindest ablenken wird. Daneben sind derzeit zwei Anthologien angelaufen, die als Begleitung zu zwei bisherigen Spielhilfen erstellt werden. Die erste, die dazu erstellt wird, ist eine Anthologie zum Codex Monstrorum, in der werden vier bis fünf Abenteuer enthalten sein, die auch normalen Umfang eines anatomischen Anthologie-Abenteuers etwa haben. Und in jedem der Abenteuer wird mindestens eines der Monster aus dem Codex Monstrorum im Zentrum stehen und wir haben uns natürlich bemüht, dass die einzelnen Abenteuer auch grob unterschiedliche Sachen bedienen, dass wir beispielsweise eine Großwildjagd auf jeden Fall drin haben, dass einmal die Helden durch das Revier eines dieser Monster müssen, weil sie zu einem bestimmten Punkt müssen und halt so Predator-mäßig gegen sie vorgegangen wird. Ist aber auch genauso möglich, dass Themen wie Naturschutz oder Ökologie darin aufgegriffen werden. Die zweite Anthologie, das wird eine Anthologie zu Miranische Götter werden, die allerdings erst in einigen Monaten, wahrscheinlich Ende Juni, mit der Arbeit beginnt. Das heißt, die ist noch zeitlich vom Erscheinen her auch klar hinter der Codex Monstrorum-Anthologie anzusiedeln. Und hier werden halt einfach unterschiedliche Kulte, sowohl aus der Oktade als auch aus anderen Kulten, mit Abenteuern bedient. Es kommt zum Sommer, Spätsommer, wird es eine Kehrerbox geben, die behandelt die Welt von Dungeon Slayers. Nicht nur diese kleinen freien Lande, die im Grundregelwerk beschrieben sind, sondern den ganzen Kontinenten. Da werden auch noch ein paar extra Regelbausteine dazukommen, die speziell dann an diese Welt angepasst sind. Dann geht es auch noch weiter mit Krimlak. Wir hatten ja die Minen von Krimlak von Moritz Medem, das Abenteuer. Dort wird es einen zweiten und auch einen dritten Teil geben. Da rechne ich auch mal so Sommer, Spätsommer so damit. Das geht weiter jetzt mit den Katakomben des Nekromanten. Das ist der zweite Teil, der auch deutlich umfangreicher sein wird als der erste. Ist eine super schöne Geschichte geworden. Ja, und der dritte Teil auf jeden Fall, das wird heißen der Kult des Roten Drachen. Kann ich zeitlich momentan noch nicht so abschätzen. Ich vermute mal zu Essen oder so, klappt das hoffentlich schon. Es wird noch ein weiteres Abenteuer erscheinen, was so mehr so in den Sandbox-Stil geht, wo Szenario präsentiert wird, ein paar Inseln, die zusammenhängen und wo man die Spieler absetzen kann und legt dort mal los und macht dort euer eigenes Ding. Da hoffe ich auch, dass wir das zu Essen schon hinkriegen. Wir fangen an, die Völkerkehrers genauer vorzustellen und werden mit dem ersten Völkerband auch anfangen. Werde ich gemeinsam mit dem Moritz Melem den dritten Teil von Krimlak fertigstellen und habe auch danach mindestens ein weiteres Dungeon Slayers Projekt in der Pipeline. Auch ein Abenteuer, das dann eher in die südlichen Bereiche von Kera führen soll. Stefan heiße ich, Stefan Frink. Wir, der Dominik neben mir und ich, haben das Malmsturm-Projekt angeschoben und fertiggestellt, was heute hier auf der Messe Premiere hat. Hallo. Also Malmsturm ist ein Rollenspielsystem, das sehr stark auf den geschichtenerzählenden Aspekt hinarbeitet. Wir haben in dem Regelwerk jetzt schon einen 40-seitigen Teaser auf die Welt. Die wird dann demnächst erscheinen. Da kann der Dominik vielleicht ein bisschen was zu sagen. Ja, also die Welt von Malmsturm wird ungefähr so in, ich sag mal, ein bis zwei Monaten rauskommen. Nächste Woche geht es los mit dem Layout. Wird aller Wahrscheinlichkeit nach 350 bis 400 Seiten umfassen und vollständig regelbefreit sein, da das Regelwerk von Malmsturm komplett abgeschlossen ist. Ist ein generischer Fantasy-Baukasten, mit dem es möglich ist, jedwede Art von Fantasy-Welt zu bespielen. Der ein oder andere wird es vielleicht schon kennen, es basiert auf Fate, das ist ein amerikanisches Rollenspielsystem, das es schon einige Zeit lang gibt. Jetzt zum ersten Mal Fantasy, Fate in deutscher Sprache. Ich denke mal, das ist vor allen Dingen für die Leute interessant, die so eher auf dem erzählerischen Trip sind.
aber trotzdem eine gewisse Regeltiefe haben wollen, dass das also nicht ausschließlich Freeform ist, sondern eben auch mit einer gewissen spielerischen Ressourcenverwaltung was zu tun hat. Ist es tatsächlich so, dass wir jetzt von Pinnacle, also von Shane Hensley, die Erlaubnis bekommen haben, beziehungsweise den offiziellen Auftrag bekommen haben, für das aktuelle Deadlands Reloaded, für den amerikanischen Markt Abenteuer schreiben. Wir dürfen da Abenteuer für schreiben. Das erste davon ist auch, glaube ich, schon in Arbeit. Das heißt, das wird, ja, es wird für den amerikanischen Markt geschrieben und wir können es gleichzeitig auf Deutsch als Classic oder als Reloaded oder als Dual-Stat-Abenteuer, wie wir das wollen, halt tatsächlich auch rausbringen. Das geht, das kann so weit gehen, dass wir komplett die Produktion davon übernehmen, das heißt also die Grafiken machen lassen und das Layout dafür oder halt auch nur die Texterstellung, da sind wir noch nicht genau, da wissen wir noch nicht genau, wie weit das gehen wird, aber das ist sehr flexibel und da können wir im Prinzip mehr oder weniger machen, was wir wollen dabei. Die andere Sache ist, es gibt ja nun neben Deadlands Classic auch noch zwei weitere Deadlands-Settings sozusagen. Das eine ist Deadlands Hell on Earth. Das ist sozusagen die Science-Fiction, postapokalyptische Mad Max-Version von Deadlands, die halt etwas in der Zukunft spielt und nachdem im Deadlands-Setting halt alles den Bach runtergegangen ist sozusagen. Das wird voraussichtlich zur Essener Spielemesse auf Deutsch erscheinen. Erst mit dem Regelwerk und dann halt mit dem sehr wichtigen Settingbuch dahinter. Da ist auch ein sehr kompetentes Team schon dran, das zu übersetzen. Das aktuell erste Projekt ist das Deadlands-Abenteuer, von dem Patrick eben gesprochen hat, das halt Zusammenarbeit mit Pinnacle gemacht wird und dass die Helden, das Aufgebot auf die Prärie in der Gegend von Montana ungefähr führen wird, ins Gebiet zwischen den Sioux Nations und dem eigentlich nicht sonderlich stark von irgendwie beanspruchten Gebiet. Und dort werden die Helden in ein Dorf einer religiösen Sekte kommen, das dort eigentlich nur friedlich leben will, aber die Abrechner haben was dagegen und da muss das Aufgebot natürlich dann einschreiten.